So, komm, brauchen wir hier hin, ja. Hier wieder hin. So, Maus schlechter hat also irgendwen hier in diesem komischen dafür Felsen eingesperrt. Sind wir genau die richtigen. Da oben. Vag. Ah, sieh an. Also beherrscht Vag gar nicht mehr die Orangenstadt. Pelgrim, mach auf den Laden. Keine Angst, ich verstehe was davon. Und er hat auch seine Blindenhunde dabei. Aber zuerst einmal. Winter. Können wir auch mal schauen. Kommt man dann hier rüber, um zu... Ja, okay, so kommt man auch an Salem ran. Perfekt. Siedler. Ich kümmere mich darum. Vielen Dank für die Rettung. Ich bin Geologe und beschäftige mich intensiv in diesem Gebiet. Ich kenne jetzt fast jeden Ort und Winkel auswendig. Nett. Interessant. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, dank der Rettung mache ich euch das sogar gratis. Merkt ihr gut, was ich sage? Ich werde es nur einmal sagen. Ach, leck mich doch. Überall auf der ganzen Map sind große Steine, die man sicherlich mit einer kleinen Explosion sprengen könnte. Sie werden dir ganz neue Wege und Möglichkeiten eröffnen. Außerdem gibt es hier ein Tor, das ich bis jetzt noch nicht öffnen konnte. Ja, das Problem haben wir schon gelöst. Hier liegt ein Bau, der sicherlich Hilfe gebrauchen könnte. Problem gelöst. Und natürlich ganz viele Schatzkisten, an denen du vielleicht Interesse haben könntest. Vielen Dank für die Informationen. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Feinde haben einen Held attackiert. Der Tag der Abrechnung. Steuern. Kanonen. Warum ist nicht bei euch? Hier, Kanonen hier. Und wir werden euch euer auch nicht brauchen. Ist mir Befehl. Pelgrim. Geh mal da oben und hol den Wag mal ab. Schau, ich hatte in einem der Kommentare gelesen, dass es in der Nähe der Burg eigentlich sogar, ich habe so 5 Schatzkisten mit diversen Gold geben soll. Ich kann die jetzt natürlich gerade nicht ausmachen. Es sind unsichtbar und befinden sich hier oben. Aber davon gehe ich gerade nicht aus. War es links oder rechts der Burg? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Hier machen wir wieder Sonne. Natürlich will er nur mit Ferboros reden wollen, weil er offenbar nur mit den Dieben reden kann. Jawohl! Natürlich müssen alle Leute mit Ferboros reden, damit mir die Lunge schön irgendwann einfach rausplatzt. Natürlich. So, Armee 1. Ja, habt ihr sonst irgendwas zu tun hier oben? Nee. Gerade nicht so. Da kommt ihr her. Jawohl! Hier. Dann haben wir den alten hier. Das Ohr nicht gehauen. Da lang. Hier ist nichts. Hier ist Bäh. Da kommt ja nicht. Übrigens rot auf eine normale Karte wieder. Und das können wir auch noch ausbauen. Aus purer Dekadenz. Nämlich bei dieser netten Lichtung. Holzgefällt. Sieht durch mein Fernglas. Ich zeige euch den Weg. Seht her. Ich zeige euch den Weg. Feinde haben einen Anwalt attackiert. Ihr wagt es. Könnt ihr nicht einmal. Nein, sie haben Kenny getötet. Ihr Schweine. Es war zu erwarten. Sein muss. Das Gebäude ist aus eurer Priester segnen die Bewohner der Stadt. Wir haben nochmal Kenny getötet. Die Schweine. Hört auf meinen Leib, einen zu verprügeln. Folgt mir, Brüder! Auf in die Schlacht! So, lasst das. Wie ihr wünscht. Also, Gruppe 0 hat noch eine Person übrig. Gruppe 9-3. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Hier ist neue Gruppe 0. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Wer ist der Untätige? Du bist der Untätige.
du und ihr seid die neue Gruppe 9. So einfach löst man Probleme. Kein Problem. Ja. Seht her. So, hallo Vark. Ja. Einer eurer Helden ich weiß. Wird angegriffen. Servus, du hier. Gut tot, um dich zu sehen. Vark, was führt dich in diese mystische Lage? Mary, diese lästige Fliege. Bis vor kurzem war ich der Helber Lordorf. Als ich nicht kooperieren wollte, hat sie den Metzger geschickt. Glücklicherweise konnte ich flüchten. Nun hat sie Lordorf annektiert. Das wird nicht so bleiben. Der mache jetzt die Hölle heiß. Wir werden dir helfen. Ich es vergesse. Die Bergbewohner werden überhaupt keine Freude in unserem Bündnis haben. Ich hasse dich, Vark. Sie werden euch sicherlich in den Rücken fallen. Oh, verdammt. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Marsch! Ich kümmere mich darum. Euer Wunsch ist seht ihr? Deswegen. Der Feind nein, das Teleskop. Eure Siedlung. Weißt du, Vark, das hättest du uns vorher sagen können. Egal. Ach, wir kriegen nicht mal Vark, das ist doch gemein. Na gut, dafür haben wir jetzt einen möglicherweise deutlich mächtigeren Verbündeten. Wo bleiben unsere Truppen jetzt eigentlich gerade? Gut, dass wir nicht angefangen haben, Lordorf nieder zu brennen. Auch wenn wir es vielleicht hätten machen müssen. Euer Dorf wird angegriffen. Oder? Gibt es irgendwelche Dorfsitten in der Stadt? Ja, es gibt ein Dorfzentrum. Egal, wir sind stark genug. Okay, die beiden Türme haben den Geist aufgegeben. Wer hätte das erwartet? Jawohl. Es ist Zahltag. Jawohl. Du wirst Feuer öffnen. Bis in den Tod. Für Ruhm und Ehre. Ergreift sie. Da meinten die mal ganz kurz, den Befehl 66 ausführen zu dürfen. Ich glaube eher nicht, Freunde. Feinde greifen euch an. Ergreift sie! Für Ruhm und Ehre! Seht, die Brücke ist mehr geöffnet. Schnell, baut eure Verteidigung auf. Ich bin ein bisschen sprachlos, gebe ich zu. Ohne weiteres gebe ich das zu. Ja! Lehrt sie das Fürchten! Dass ich jetzt überaus sprachlos bin. Macht sie nieder! Zum Glück haben wir hier unsere Verteidigung stehen, die. Einer eurer Verbündeten ja, ist ja richtig. Angegriffen. Dann ist alles gut. Und warum ist es jetzt Winter? Sommer. Der Sommer kehrt zurück. Gut, wir bewegen. Wir bewegen Armee 3 zu dieser Front, um hier auch zu verteidigen. Ja, mein Herr. Armee 4 wird Armee 1 dabei helfen, die Truppen hier. Ergreift sie! Unsere Feinde hier zu besiegen. Ihr werdet angegriffen. Armee 2 in den Kampf. Angriff! Und wenn der Sprengsatz Kanonenfeuer platziert ist, einfach anzünden und abwarten. Das funktioniert auch bei jeder Bank. Wenn mich also hier niemand mehr braucht. Attacke! Streitet vor! Zack! Vorwärts! So. Das gibt ein feines Feuer. Okay, Kerbus, du umgekippt? Der Tag der Abrechnung. Komm, Pilger, du kannst eine Kanone setzen, bevor du umkippst. Der Rohstoff in einer eurer Eisenschächte geht zu Neige. Vorwärts, da! Lehrt sie das Fürchten! Feinde greifen eure Häuser an. In Ordnung. Bis
in den Tod. Kanon, einfach reinsammeln. Tut mir den Gefallen. Macht sie nieder. Ah, das ist blutig. Das ist sehr blutig. Gruppe 0, kommt mal her. Ja! Sofort. Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlacht. Gruppe 1, zurück da einziehen. Gruppe 4, Feuer. Für Ruhm und Ehre. Nur noch neue Kanone. Wir haben ein paar unserer Veteranen verloren. Das ist nicht schön. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Hallo Armee 1. Kanon, lass das. Ja, mein Herr. Boah, ihr könnt das Feuer öffnen, wenn ihr wollt. Was ihr gelernt habt. Das kann ich. Jawohl. Ja. Einer eurer Helden wird angegriffen. Kanon, Feuer. Für Ruhm und Ehre. Erik war unterlegen und ist bewusstlos. Ergreift sie. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Die müssen zuerst weg, bevor irgendwas passiert. Dann, der böse so Turm. Wenn unsere Kanonen hier anfangen, die auf wegzuräumen. Kampf. Kerberos ist Kampf. Angriff. Oh, die haben ganz schön viele Kanonen. Das gefällt mir gar nicht. Zurück. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ganz schnell zurück. Ja. Und hier geht's inzwischen los. Ja, das können wir alles vergessen. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Zurückfallen. Jawohl. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja! Attacke! Das sind zwei Frontenkrieg, der für uns sehr unangenehm zu gewinnen ist. Sie schaddert. Aber wir werden das machen. Ja! Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Hey, die haben zurückgeschlagen. Gute Arbeit, Leute. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Hallo, Armee 3. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? 1, 2, 3. Wir müssen wieder 2 neue Truppen rekrutieren. Und wir haben noch mehr unserer Veteranen verloren. Diese Kanonen, die sind echt ein Problem. Bis in den Tod! Ausbau fertig. Angriff! Ausbau abgeschlossen. Wir haben natürlich ein paar Türme verloren, aber damit müssen wir leben. Jawohl. Ausbau fertig. Seid unbesorgt. Ergreift sie. Ihr werdet angegriffen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau fertig. Macht sie nieder. Auf die Kanone. Für Ruhm und Ehre. Kerberos. Jetzt auf die Türme. Kanonen, sendet einfach alle Truppen weg. Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlacht. Zurück, zurück, zurück. Kanon, ja. Würdet ihr mal bitte die Truppen wechseln, die da rumstehen? Bis in den Tod. Nur Mut. Wir verlieren viel zu viele Leute mit dem Angriff. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wirklich versuchen, zuerst die Truppen zu beseitigen. Auf in den Kampf. Ihr werdet angegriffen. Macht sie nieder. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Kanon, da rein. Attacke! Angriff! Jetzt wir können wir Kanonen, schießt bloß weiter dahin. Ja! Nur Mut! Wir werden siegen! Attacke! Kanon, nicht so weit vorwärts. Wir kümmern uns darum. Nur Mut! Wir werden siegen! Wir müssen uns also zurückziehen. Oh, die Verstärkung ist niemals angekommen. Ja, Herr. Kanon, halt. Der Feind attackiert eure Siedlung. Und hier geht's wieder los.
bis in den Tod. Da ist Mary auch schon. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wie ihr wünscht. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Attacke! Ausbau fertig. Zahlt. Verteilung. Unsere Armee 3 ist. Oh, was macht die da? Das kann ich. Ich glaube, unsere Armee 3 ist komplett draufgegangen, aber nein, die rennt den Leuten einfach wahnsinnig daher. Wir kümmern uns darum. Hallo, Armee 1. Armee 1, Feuer. Mach Kanonen, sie nieder. Feuer. Nur Mut. Wir werden sie. Was machen? Ich weiß es nicht, aber ich werde mich nicht darüber beschweren, dass die einfach alles wegrationalisiert haben. Für Ruhm und Ehre. Auf in den Kampf. Angriff. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Dieser Schießplatz muss ganz schnell weg. Kanonendeckung geben. Für Ruhm und Ehre. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Armee 3 hat wieder ein bisschen gelitten. Oben im Baum. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So nicht. Oh Gott, was er noch erkommt. Das geht nicht. Da drauf. Angriff. Kanonen, was macht ihr da? Seid unbesorgt. Da drauf. Auf in den Kampf. Nur Mut. Wir werden siegen. Ihr werdet angegriffen. Armee 3 muss nur standhalten. Das ist alles, was wir machen müssen. Und Ehre. Schützen da drauf. Auf Helden. Begegnet euch hier und wir helfen mal aus. Das kann nicht sein. Ich bin frisch gewartet. Armee 3 weiter in die Richtung der Türme. Das kann ich. Wird gemacht. Gar kein Problem. Gruppe 9, wir brauchen einen Turm, wir brauchen nur Türme. Zahl da. Ausbau abgeschlossen. Macht sie nieder. So, vier Kanonen stehen noch. Wir können schon mal zwei neue gießen lassen. Für Ruhm und Ehre. Ja, mein Herr. Für Ruhm und Ehre. Feinde greifen euch an. Versucht das Angriff. Mal nur. Und wenn der Sprengsatz dann richtig platziert ist, einfach anzünden und abwarten. Oh, die haben es geschafft. Das funktioniert auch bei jeder Bank. Wenn mich also hier niemand mehr braucht, ergreift sie. Kanonen, Feuer. Macht sie nieder. Für Ruhm und Schützen, die Blazertürme müssen weg. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Komm, wehrt euch. Für Ruhm und Ehre. Macht sie nieder. Ihr werdet angegriffen. Angriff. Ergreift sie. Zurück. Wie ihr wünscht. Jetzt. Lehrt sie das Fürchten. Kaserne. Jetzt im Blazerturm. Wo meint ihr, dass ihr gleich wieder was aufbauen dürft? Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Fertig. Euer Wunsch ist mir Befehl. Zahltag. Kein Problem. Wo rennen die hin? Da. Das ist überaus frech. Bis in den Tod. Ausbau vollbracht. Bewegt euch mal dahin, kümmert euch um das Problem.
Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, wo ist der Leibeigene, das baut? Da. Feuer. Attacke! Aber gern. Da haben sich gestern die ganzen Front noch einen kurzen Schlag verschoben. Darauf hätten wir achten müssen, indem wir hier das Gebiet besser erkunden müssten. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Lehrt sie das Fürchten! Auf in den Kampf! Eine eurer Eisenschächte ist erschöpft. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ja gut, wir haben auch hier halten können, auch wenn es uns diese Türme gekostet hat, aber die meisten Türme, die wir hier verloren haben, waren einfach außerhalb unserer Deckung. Armee 1 hat natürlich wieder ordentlich gelitten. Wir haben einen unendlichen Vorrat Holz, der hier oben steht. Warum haben wir die Trümpfe? Den haben wir vollkommen vergessen. Jupp. Mit wir meine ich natürlich mich. So, jetzt können wir uns wieder hier hinstellen, ja, um eine schöne Aussicht auf unser eigenes Land zu besitzen. Wird gemacht. Sofort. 1, 2, 3, 1, 2. Zahlt da. So. Wie soll ich mich konzentrieren? Leider haben wir dafür mit dem Kampf viele unserer Veteranen verloren. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Die Rekruten von heute sind die Veteranen von morgen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Die Arverna, die haben sich auf jeden Fall auch gegen uns wenden wollen. Apropos die Arverna. Ein Held ist in großer Gefahr. Sofort. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Erik, geh nach dahin. Der Sieg wird unser sein. Sofort. Für die Ehre! Spürt meine Klinge! Das war jetzt nicht so erfolgreich, wie ich mir gehofft hatte. Kriecht zurück in eure Löcher, aus denen ihr gekommen seid. Erik war unterlegen und ist bewusstlos. Macht sie nieder! Wir müssen uns Fallen noch holen, damit unsere Helden mehr überleben können. Ja, in Ordnung. Zurück! Hebt kurz mal den Erik wieder auf und dann kann Kerberos eine kleine Umdrehung machen. So, Armee 3. Wir kümmern uns. Ihr werdet Kerberos damit begleiten, um die komischen Türme, die da rumstehen, zu beseitigen. Ja! Ja! Es ist Zeit. Turm reparieren. Ja, ja. Und da kommt man ja schon wieder an. Aber diesmal trifft sie auf eine Armee, die bereit ist, ihr gegenüber zu treten. Ja, mein Herr.